Rosi Mittermeier, 4 Tage vor Weihnachten übertrug Rosi ein Vermögen an ihren Sohn. Rosi Mittermeier starb zu Hause im Kreise ihrer Familie. Ihre letzten Tage nutzte sie, um von ihren Lieben Abschied zu nehmen und finanzielle Angelegenheiten zu regeln. So glücklich, wie sie mit ihrer Familie war, so tapfer und würdevoll schied sie aus dem Leben. Der Tod war in der Familie von Rosi Mittermeier, 1950 bis 2023, immer ein Thema. Ihre Zwillingsschwester Helene starb eine Stunde nach der Geburt, ihr Bruder Heiner im Alter von einem Jahr nach einer zu hochdosierten Spritze gegen Diphtherie. Trotzdem bewahrte sich unsere Goldrosi ihre Fröhlichkeit und lernte, mit Verlust und Trauer umzugehen. Sie hatte genaue Vorstellungen, wie sie sich von dieser Welt verabschieden wollte. Als sie im vergangenen Jahr die Diagnose Krebs bekam, kämpfte sie tapfer gegen die teuflische Krankheit. Doch als sie kurz vor Weihnachten erkannte, dass es keine Hoffnung mehr gab, kam sie aus der Klinik nach Hause. Um im Kreise ihrer über alles geliebten Familie ihre letzten Tage zu verbringen und Rosi Mittermeier Christian Neureuther, die beiden bildeten das perfekte Team. 4 Tage vor Heiligabend übertrug sie hohe Vermögenswerte über einen Notar in Garmisch-Partenkirchen, Bayern, an ihren Sohn Felix, 38. Er soll zusammen mit seiner Schwester Amelie, 41, und ihren 3 Enkelkindern sowie ihrem Mann Christian Neureuther, 73, nach ihrem Tod finanziell abgesichert sein. Das Wohl ihrer Familie lag Rosi Mittermeier schon immer sehr am Herzen. Anders als viele Stars, die nur mit Vertrag heiraten, teilte sie schon vor Beginn ihrer Ehe ihr Geld mit Christian und beteiligte ihn an den Einnahmen aus ihren Werbeverträgen. Als sich das Paar am 21. Mai 1980 in Rosis Heimatort Reit im Winkel nahe der deutsch-österreichischen Grenze das Jawort gab, entschieden sich die beiden für eine Zugewinngemeinschaft und damit für die gerechte Teilung des in der Ehe erworbenen Vermögens. Rosi stattete ihren Christian mit einer Vollmacht aus, damit er sie geschäftlich vertreten konnte. Die beiden bildeten das perfekte Team. Er der kühle Rechner, sie die Kreative, die wusste, wie sie ihren guten Namen am besten vermarkten konnte. Von Beruf Werbeberaterin hatte sie früher erkannt, dass sich ihre einzigartigen Erfolge auf der Skipiste und insbesondere ihre Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen zu Geld machen ließen. Deshalb nahm sie zwar als Ehename Neureuther an, stellte Doppelnamen waren damals eher unüblich. Auch wenn Christian Neureuther ebenfalls eine erfolgreiche Skikarriere hatte, war seine Frau wesentlich berühmter. Die Mittermeier Neureuthers wurden zu einem Vorbild für alle Generationen. Das Traumduo begann, sich zusammen zu vermarkten, schrieb Bücher, nahm Weihnachtslieder auf und machte und andere Werbung für die Volksfürsorgeversicherung. Rosi wusste um die Macht von Bildern. Nachdem ihre Kinder 1981 und 1984 geboren wurden, teilte sie immer wieder ihr Glück. So entstanden traumhaft schöne Familienfotos, die millionenfach gedruckt wurden. Die Mittermeier Neureuthers wurden zu einem Vorbild für alle Generationen. Rosi bekam vom Jugendmagazin Bravo den Golden Otto verliehen und wurde aber auch von der konservativen Frankfurter Allgemeinen Zeitung gefeiert. Der Grund dafür war ihr skandalfreies Leben plus die Tatsache, dass sie als Werbefigur glaubwürdig war. Als ehemalige Leistungssportlerin warb sie für gesunde und nachhaltige Produkte, lange bevor dies ein Trend wurde. Sie war Botschafterin für Nordic Walking, einer Sportart, die als Sommertrainingsplan für Skiläufer erfunden und später von den Herstellern von Skistöcken promotet wurde, um ihre Produkte auch außerhalb der Wintersaison verkaufen zu können. Rosi Mittermeier, sie hinterließ ein zusätzliches Polster, das für Amelie und Felix noch mehr finanzielle Freiheit bedeutet. Als Unternehmerin investierte Rosi in Firmen, mit denen sie sich identifizieren konnte. Zusammen mit ihrem guten Freund Gerd Meyer, 62, betrieb sie Tennishallen und verkaufte unter der Marke Erbacher Alpinski. So kam bis zu ihrem Tod ein Millionenvermögen zusammen. Dabei achtete die zweifache Olympiasiegerin immer darauf, dass ihre Kinder bodenständig blieben. Statt Luxusurlaub in der Karibik zu machen, ging die Familie in den Bergen wandern. Im Winter stand Skifahren an. Sohn Felix hat das Talent seiner Eltern geerbt und wurde als Skirennfahrer 2005 Weltmeister. Tochter Amelie ist kreativ wie Mama Rosi und als Modedesignerin erfolgreich. Sie arbeitete und andere für die Edelmarken Marc Jacobs und Wolfgang Job.
Rosi Mittermeier investierte viel Geld in die Ausbildung ihrer Kinder, denn sie wollte, dass die beiden ihren eigenen Weg gehen. Jetzt hinterließ sie ihnen ein zusätzliches Polster, das für Amelie und Felix noch mehr finanzielle Freiheit bedeutet. So wünschte es sich Rosi Mittermeier, soll zusammen mit ihrem Ehemann Christian ihr Andenken bewahren. Felix hat eine Kinderstiftung, mit der er bereits viel Gutes tut. Rosi selbst war Schirmherrin der Deutschen Kinderräumerstiftung und engagierte sich für Kinderhilfsprojekte in Afrika. Herzensangelegenheiten, die auch nach ihrem Tod mit ihr in Verbindung gebracht werden sollen. Angedacht sind Stipendien und Preise, die an ihrem Namen gestiftet werden könnten. Ihre Urnenbeisetzung, so wünschte es sich Rosi, soll in den nächsten Tagen in aller Stille im kleinen Kreis stattfinden. Familie und enge Freunde waren das Wichtigste in ihrem Leben. Und nur diese sollen sie nun auf ihrem letzten Weg begleiten.